Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Ich möchte Schriftsteller werden. Man kann nicht immer machen, was man will. Thomas. Thomas. Lieber Thomas, ich bin hier die Dozentin. Ich habe aber leider nicht den Eindruck, dass wir was von Ihnen lernen können. Thomas. Ich nicht. Übertreibe es ja nicht. Übertreibung ist der Treibstoff der Fantasie. Wenn wir hier behandelt werden wie Gefangene, dann sollen sich die Genossen auch nicht wundern, wenn wir uns dementsprechend verhalten. Sind Sie Thomas Pratt? Thomas. Ich würde einige Vorschläge, wenn man dieses Land verbessern könnte. Du machst mich krank. Sicher, es ist noch nicht alles fertig, aber wir sind frei. Die Welt ändert sich aber nicht, wenn man sich zufrieden gibt. Thomas, du machst immer nur, was du willst. Schreibst du gerade? Liebesgedicht. Dann raus damit. Die geteilte Stadt, der geteilte Himmel, der Staat und deine Untertanen. Erst die Mauer, jetzt die Panzer. Das Volk muss sich wehren. Und als letzte Chance, weil es Ungerechtigkeit gibt, das Verbrechen. Ich will meine Meinung sagen und gehört werden. Er war dabei. Ist Ihnen bewusst, dass Sie mit dieser Aktion den Finger auf den Auslöser der Weltvernichtungsmaschine gelegt haben? Ich bin Schriftsteller. Und Schriftsteller dürfen mit im Weltkrieg spielen, ja? Der Staat, den ich verlassen habe, ist ein Staat gewesen, der mir sehr nahe ging. Ich hab dir ein Stück auf den Leib geschrieben. Für mich? Der Alte hatte recht. Der wegen Arbeitern ist ein richtiger Dichter aus dir geworden. Man darf das Publikum nicht langweilen. Man muss es mit der Axt erwecken. Marx sagt, dass man alles in Frage stellen muss. Thomas. Wenn ich schreibe, bin ich die Welt und nicht die Landkarte. Besser Landkarte als Arschkarte. Jule, bist du glücklich, wenn er ihn in deine Hand nimmt? Klar. Und was willst du dann noch von David? Ist doch was ganz anderes. Ich schwöre, wenn noch mal eins von deinen Viechern abhaut, dann kill ich die. Auf Plätze! Fertig! Los! Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre. Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle. Besetzt! Mach mal auf. Gib mal deine Hose. Ich wasch die aus. Wer ist denn das? Das ist die Neue aus der Nachbarsklasse. Die heißt Romy oder so. Als ich vorhin geschwommen bin, da habe ich was im Wasser gesehen. Es sah wunderschön aus. Ganz so vollgepumpt mit Licht und Wasser. Und als ich es dann hochgeholt habe, da war es so eine einfache Plastiktüte. Stell dir mal vor, so ist es mit einem schön. Es ist da. Und dann ist es einfach wieder weg. Glaube ich nicht. Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Also nur ab und zu, ganz selten. Immer wenn wir uns küssen, denke ich, du willst Sex. Dabei bin ich eigentlich die ganze Zeit viel zu müde für Sex. Aber ich will auch nicht, dass du denkst, ich würde denken, du willst die ganze Zeit Sex.
willst ein Nest bauen, Familie, und sesshaft werden. Woher willst du das denn wissen? And that energy is the greatest and the most dangerous thing in the world. It shines a merciless light on everything in your soul. It can wake up your inner monster and it can kill you. I have seen people killed by it. Wenn der grönländische Eisschild abschmilzt, kommt es in sehr kurzer Zeit zu einem 5-Meter-Anstieg, wodurch weltweit die Küstenregion absaufen und 2 Milliarden Menschen auf der Flucht sind. Also müssten wir alle Elektroautos fahren. Falsch. Schade. Aber haltet ein und holt euch Trost bei der wohl brutalsten aller Plattitüden. Das Leben geht weiter. Do it yourself. I can show you the way, but you have to walk it yourself. And that walk may take you to your darkest places and your worst enemy. So, are you ready to go there? Studierst du immer noch? Nee, ich mache jetzt meinen Doktor. Kann man den Lustgewinn einer Mehrheit auf Kosten einer Minderheit durchsetzen? Sie ist ja keine Minderheit, sondern eine Frau. Ist das jetzt heutzutage wirklich nur eine Frage der Geschlechter? Wenn ich immer gewartet hätte, bis man mir etwas anbietet, wäre ich jetzt noch in Guckhausen. Und Ihre Eltern, sind die auch aus dem Metier? Dann kommt mal, ihr Süßen. Seid ihr durchgekommen? Nee, gib mir die. Nee, komm, Mama, lass ich mach. Mama, ich mach das schon. Oh, hab dich nicht so. Nee, jetzt mal im Ernst. Sag mal, 3 Sachen, die du dir wünschst, bevor du 70 wirst. Clara, jetzt hör mal auf zu fragen. Ich will jetzt noch mal fertig werden, ja? Nimm mal bitte so einen Kasten Lübzer. Was ist die Steigerung von Rinderwahnsinn? Frauenpower. Brust. Das war doch eine gezielte Provokation. Gezielte Provokation? Das hab ich ja lange nie gehört. Heimat. Oh, es regt mich so auf, dass hier einfach nur geredet und gelabert wird und einfach nie kommuniziert. Ich mag das nicht, wenn du so tust, als hätten wir uns gestern erst gesehen. Warum sagst du, dass du mich liebst, wenn im nächsten Moment sowieso alles anders ist? Sie war eine furchtbare Dozentin, sie waren sehr verletzend und nicht nur zu mir. Du wirst immer härter kritisiert werden. Dich öfter rechtfertigen müssen und doppelt so viel arbeiten. Aber regnet es bei euch? Ja, weiß nicht. Gleich vielleicht kommt was. Murat, ist schon Mittag. Murat, steh auf oder ich schneide deinen Bart ab. Wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn nach Guantanamo verbracht wurde. Was ist das? Ist hier Tag der offenen Tür? Hier soll ein Taliban wohnen. Was? Das wüsste ich aber. Ich bin Rabie, Mama von Murat. Wenn Sie Fragen haben, antworte ich. Und gehen Sie runter von meinen Schneeglöckchen, ja? Entschuldigung. Echt jetzt. Bitte, Sie müssen meinem Sohn helfen. Er sitzt im Gefängnis ganz weit weg. Ihr Sohn befindet sich gerade in einem rechtlichen Niemandsland. Götüb şey yapmadı, sonra hiçbir şey olmaz. Tamam. Komm ich so busch, mein Murat, so lange einsperren, wie will. Theoretisch, ja. In meine Träume sehe ich Murat, wie er da in diese Käfig sitzt. Warum lassen Sie Murat nicht frei?
Oder Türkis. Es kann schon sein, dass jemand Schiss hat, wenn Konrad wieder heimreist. Welcher jemand? Und was heißt Rabia Kunas Foes George W. Bush? Dass du gegen den Präsidenten der Vereinigten Staaten klagst. Wer? Ich? Ja, du. Wir brauchen dich. Wer treibt mich denn sonst an? Wer steht plötzlich ungebeten in meinem Zimmer mit Kuchen und dem ganzen Zeug? Hab ich alles selbst gemacht. Ja. Ja, das reicht. So. Ich gehe bis ans Ende der Welt. Soll ich anfangen? Wie ist meine Frisur? Ja. Alles fängt mit A an. Das Leben, der Schmerz, die Erkenntnis und die Liebe. Ich bin überfallen worden. Nein. Doch. Er hatte schwarzes Haar, er trug eine Brille und eine Lederjacke. Ich konnte sie riechen. Tolle Kombination. Claire hat's gesehen. Sie hat gesagt, was Großes kommt. Mein ganzes Leben würde sich verändern. Na, das wäre doch schön. Ich suche Anna Mut. Also vergeuden wir keine Zeit. Los, hopp, fangen wir an. Jawohl. Sie wollten nicht lügen, aber sie wussten auch nicht, was die Wahrheit war. Wer sie füreinander sein sollten. Sie wussten gar nicht, wohin. Es gab keine Geschichte, in der sie sich wiederfanden. Adrian? Elle, comme la lumière qui monte en moi. Oh, comme l'obsession que j'ai. Aber alles beginnt mit einem A. Gut. Comme vivre pour t'aimer. A sagt der Mensch, wenn er versteht. Ja. Und A, wenn ihn die Lust überwältigt. A ist der Klang, den man nicht aufhalten kann. Das A ist immer schon da. Und dann gibt es unendlich viele Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Der Krieg ist aus und das Nazi-Regime ist zerschlagen. Zu lange haben wir uns unsere Möse zur Feindin machen lassen von christlichen, hygienischen oder anderen männlichen Spinnereien. Rudi! Mach das Kind weg! Erzähle von dem Schwein, dass dir die Nase eingeschlagen hat, Eve! Was ist passiert? Mach's Maul auf! Erwarte keinen Schutz. Gebt ihn euch selbst. Hör gut zu. Ich kann euch verändern. Die Männer, die werden euch endlich sehen. Ein Bund, meine treuen Schwestern. Wann immer man eine von uns bedrängt, wir werden keinen Schritt mehr weichen. Keine Skrupel. Keine Gnade. Ein Mittel zur Manipulation des Menschen ist die Kontrolle über seine Lust. Wer Lust erzeugt, hat Macht. Trau dich, Jungs. Du weißt, was er macht. Fürchtet euch nicht, meine lieben Schwestern. Ich gehe voran. Rudi. Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Geh auf die Knie.